Hey draußen, hier ist der Flex von Strong Flex TV. Und wenn du den Frauenspagat können möchtest oder den Männerspagat, oder aber du hast eine etwas steife Hüfte oder etwas Hüftprobleme, dann sind diese Übungen für dich perfekt geeignet. Mit dieser Hüftroutine wirst du super entspannt und flexibel in der Hüfte. Und das ist für beide Spagatformen und eben für eine gesunde Hüfte wichtig. Alright, wir starten in der Rückenlage. Wie du sehen kannst, sind die Arme nach vorne ausgestreckt, Hände liegen flach neben dem Po und beide Beine sind vorm Gesäß aufgestellt. Jetzt lasse ich erstmal meinen rechten Fuß am Boden und kreuze mein linkes Bein rüber, liege jetzt hier auf Höhe des Knöchels unterhalb des rechten Knies auf. Und jetzt machst du erstmal aktiv und dynamisch ein paar kleine Bewegungen nach vorne. Also eine kleine Rotationsbewegung aus der Hüfte heraus. Es gibt hier allgemein jetzt kein richtig und kein falsch. Du kannst, wenn du auf Zahlen und Zählen stehst, kannst du sagen, okay, ich mache das 10-mal. Und dann kannst du auch deine linke Hand dazu nehmen und das Ganze etwas verstärken, etwas nachdrücken. Das Gleiche natürlich auch auf der anderen Seite. Erstmal aktiv, also einfach nur aus dem Bein heraus und dann nochmal gewissermaßen passiv, also der Arm drückt nach. Das ist also Nummer 1. Nummer 2, da geht es Außenseite Po piriformis und es mobilisiert auch super die Lendenwirbelsäule. Das ist ein positiver Nebeneffekt hier, kann auch im Rücken krachen. Dann ist auf jeden Fall mal eine Blockade gelöst. Dazu setzen wir jetzt den rechten Fuß, das rechte Bein über das linke drüber und dann nimmst du deine linke Hand, deinen linken Arm und drückst das Ganze hier nach unten. Man kann jetzt hier so ein bisschen variieren, also erstmal praktisch so beginnen und dann nimmst du den linken Fuß, in dem Fall, der am Boden steht, und ziehst den noch ein bisschen nach außen, um so dann die Position noch etwas zu verändern. Also das Bein nach außen ziehen, ein bisschen aufdrehen den Fuß. Wenn du dich gegendrehst in der Halswirbelsäule, dann verstärkst du nochmal den Mobilisationseffekt für die Wirbelsäule, aber der Ton wird dadurch schlechter. So, das gleiche logischerweise auf der anderen Seite, Bein überschlagen, erst den Fuß so stehen lassen und ihn gleich ein bisschen holen, und spürst du einfach ein bisschen bei dir rein und dann greifst du mit dem Arm über und gehst wieder hier in diesen Twist. Du kannst auch gegebenenfalls ein bisschen mehr nach oben ziehen, das alles für dich mal erspüren und ausprobieren. Dann nächste Station, wir bleiben in der Rückenlage. Und zwar nimmst du jetzt deine Faust und legst sie unter den Kopf, sodass der Kopf etwas erhöht ist, dadurch wird die Wirbelsäule ein kleines bisschen rund und der Stretch auf der Rückseite, den wir jetzt machen, funktioniert etwas besser. Rechtes Bein ausstrecken und dynamisch das Bein ausatmend herholen. Dehnung in der Rückseite spüren. Ja. Und das gleiche natürlich auch auf der anderen Seite. Ganz wieder ein paar Mal mehr machen als ich. Ich mache es nicht allzu oft, einfach weil ich eure Geduld nicht überstrapazieren möchte. So, nächster Schritt ist dann, dass du, musst dich über den Arm ein bisschen stabilisieren, dass du mit dem Bein jetzt nach außen vorne gehst, weiß nicht, ob ich jetzt aus dem Bild draußen bin, und also ich sehe meinen Fuß noch, ich glaube, das passt, und diese Kreisbewegung machst, wenn dir das jetzt nicht möglich ist, am langen Bein das zu machen, einfach weil du unbeweglich bist in der Rückseite, dann kannst du es auch mit angewinkelten Bein machen, machst es hier lang, ziehst es heran, gehst nach außen, streckst es wieder. Ja, also winkeln, wenn du nahe des Bodens bist, strecken,
wiederholen. Ja? Oder halt eben am langen Bein. Und dann auch andersrum. Auch wieder gerne am langen Bein. Also erstmal Bein ablassen nach vorne, leicht oberhalb des Bodens rüberziehen. Und zack. Das Ganze würde auch wieder mit angewinkelten Beinen funktionieren. Und das zeige ich jetzt nur links, denn das Prinzip ist erkannt. Das gleiche machst du natürlich auf der anderen Seite. Okay, weiter geht es im Sitzen. Klassiker Butterfly. Du schlägst hier mit den Flügeln. In dem Fall sind das deine Oberschenkel bzw. Knie und gehst dynamisch, soweit es dir eben möglich ist, Richtung Boden. Da ich da einigermaßen beweglich bin, geht das bei mir relativ weit. Du machst es nicht falsch, wenn es bei dir nicht so weit geht. Du gehst einfach an deine individuelle Grenze. Und jetzt kannst du auch wieder aktiv einseitig da nochmal nachdrücken. Ja, also drückst ein paar Mal den Oberschenkel einseitig runter. Ja, und dann kannst du es auch beidseitig machen, indem du jetzt deine Füße umfasst auf Höhe oder des Sprunggelenks und jetzt mit den Ellbogen, ja, beide Oberschenkel nach unten drückst. Dann gibt es noch den sich bewegenden Schmetterling sozusagen, Butterfly, wo du aus dem Langsitz kommst. Ja, versuchst den so schön wie möglich zu machen, schön aufrecht. Und die Beine sind praktisch in Schlussstellung, die Füße berühren einander. Und dann schiebst du dich immer mit der Ausatmung, drückst dich jetzt über die Hände ab, nach vorne, die Knie fallen nach außen, die Fußsohlen kommen zusammen und wieder zurück. Ja, diese Bewegung. Okay, Prinzip haben wir auch erkannt und jetzt gehen wir noch einmal in den Kniestand. Also, ich komme jetzt so gewissermaßen in den Vierfüßlerstand, stütze mich vorne mit den Armen auf und öffne jetzt die Knie, soweit es mir möglich ist, nach außen. Das machst du auch wieder so, wie du kannst und die Füße werden auch ausrotiert. Das kann dir auch ein bisschen auf der Knieinnenseite ziehen, das kann in den Sprunggelenken ziehen, je nachdem, wie beweglich du dort bist. Und dann schiebst du dich nach hinten rein. Das spürst du dann auch in der Hüfte. Ja, mit der Ausatmung nach hinten schieben. Hürde auf dich. Grundsätzlich keine Gewalt antun. Alles moderat. So machen, wie es dir eben möglich ist. Ja, dich auf die Art und Weise nach hinten schieben. Und jetzt können wir hinten bleiben. Gehen in den Unterarmstütz und machen noch eine kleine Wippbewegung an der Bewegungsgrenze. Gut, jetzt gehen wir nochmal an die Außenseite Po heran. Und zwar ziehst du dazu ein Knie nach vorne, die in dem Fall meine linke Ferse geht auf Höhe der rechten Leiste. Und für viele kann das schon reichen, einfach jetzt nur sich da mit dem Po ein bisschen tief zu drücken. Und wer dann schon da etwas besser ist, der geht dann jetzt praktisch mit möglichst geradem Rücken erstmal nach vorne. Und wer dann mehr Dehnung spüren möchte, macht den Winkel Unterschenkel zu Oberschenkel größer. Also zieht den Fuß nach vorne, da halte ich mich dann auch mal gerne dran fest und geht dann auf diese Art und Weise Richtung Boden. Ja, das kannst du auch wieder dynamisch machen mit der Ausatmung in die Dehnung rein. Wenn diese Übung für dich gar nicht funktioniert, dann geh in den Langsitz, setze ein Bein über und zieh das Knie erstmal zur Brust heran. Das ist dann für dich die Alternative und die Haltung, die ich gerade gezeigt habe, sozusagen, wenn du besser bist, machen. So, und zu guter Letzt, Auswahlschritt, Hände stützen sich auf die Knie, Schulter ist tief, Brust ist stolz und jetzt schiebe ich meine Hüfte nach vorne, bis ich den Stretch im Hüftbeuger spüre. Auch das machst du beidseitig, circa 10 Mal, im Ausatmen in die Dehnung rein. Und wenn du jetzt noch mehr in die Oberschenkelvorderseite rein willst, dann greifst du dir noch
das Bein und kannst auf die Weise das Ganze nochmal verstärken. Die Ferse bis zum Po gezogen kriegst, dann bist du richtig gut. So, ich hoffe, ihr findet die Übung ebenso genial wie ich. Die habe ich bei GMB Gold Medal Bodies gefunden. Haben auch einen coolen YouTube-Channel zum Kanadier. Und wenn dem so ist, dann zack, direkt mal aufs Däumchen nach oben. Dann hier oben uns abonnieren, falls du noch nicht Abonnent bist. Hier unten kann man uns auf Google Plus adden, auf unserer Website vorbeischauen und natürlich Fan auf Facebook werden. Und hier sich eins unserer letzten Videos reinziehen. Flex ist wieder raus.